können auch ganz, ganz böse nach unten durchgereicht werden und das ist nie der Anspruch, den Instinkt hat. Jetzt auch interessantes Spiel im zweiten Spiel in dem gleichen Block. Frankfurt Syndicate gegen Carmen Etcher. Auch und das sieht nach einem Triple Center aus bei Carmen Etcher. Ja, Wahnsinn. Tatsächlich. Triple Center. Daniel Parker, aber der erste weg. Ja, ja, Daniel Parker, glaube ich. Aber Syndicate verliert auch den ersten Spieler. Ja. Der Snake-Seite. Hat ein bisschen was geholfen, da vielleicht ja, die drei zu schießen, verlieren aber jetzt auch den zweiten Spieler. Syndicate Snake 2. G2 auf schießt von außen schön rein, er holt sich den Tempel-Spieler, geht jetzt durch Snake 50, macht das genau richtig, der Malte Bormann. Ja. Gibt da Vollgas. Malte Bormann, der heute auf jeden Fall einen Phaser spielt. Tempel. Ja, das war's. Ja, ja, ja. Nur noch einer von Kamenetja in einem T-Way Corner. Ja, ja, ganz entspannt, Syndicate hier, kein Stress. Ja, oh, da Handtuch kommt schon geworfen. Das Taul. Taul ja. Von Carmen Etcher, 1:0 Frankfurt Syndicate. Super stabiler Punkt, Syndicate, genau. So, aber schon gerade eben hast du schon Malte Bormanns Knarre heute gehört. Ja, Phaser. Phaser, Alter. Phaser, ja, fieser Phaser. Ganz fieser, super, wir stehen voll auf das Layout. Zumal aber Syndicate heute wieder mit dem Dennis V., der verletzt war, heute schon wieder die ersten Punkte eigentlich immer noch verletzt, das habe ich eben gehört. Ja, aber... Dem Team da volle Power schenkt. Spielt auch, ja, Spiel läuft, ja, siehst ja, Christian Schneeweiß kugelt sich hier selber die Schulter wieder ein und spielt auch weiter. Ja. Syndicate im Doppelback Center schießt jetzt auf beiden Seiten ziemlich stabil, muss sich jetzt aber checken lassen. Ja, verliert den ersten Spieler. Machen es aber richtig, gehen eins raus auf die Snake-Seite in den Tempel, machen die T-Back-Seite trotzdem wieder zu. Ist mir schon ganz häufig aufgefallen, wenn Syndicate in ihren Deckungen angekommen ist, dann lassen die sich einfach nicht aus ihren Deckungen rausschießen. Nö, warum diese auch? Klassischen Anfänger, ja gut, aber das siehst du oft auch, da geht der Pat Robel vom Feld, wird auch weggeschossen. Ganze T-Back-Seite bei Syndicate jetzt offen. Muss man jetzt verwerten. Steffen Laubach jetzt in dem kleinen Tempel in dem ersten auf der Snake-Seite. Und die schießen jetzt natürlich auch alle rüber auf die T-Pack-Seite. Jetzt nicht mehr, jetzt aber die Snake geladen. Syndicate verliert den dritten Spieler noch zu zweit. Snake 1 und Snake Corner. So, und da muss Reckless jetzt einfach was machen. So, ziehen sie aber jetzt wieder auf. Machen das Feld wieder ein bisschen breiter, soweit es geht. Okay, kann man Etja jetzt im T-Back 2, wenn ich das richtig sehe? Oder? Ja, T-Back 2. Das ist Reckless. Ah, nee, Entschuldigung, kam Etcher. Ja, falscher Block, selbe Trikots, das ist das Problem bei den Jungs gerade. Syndicate immer noch Snake stehend in der Snake 1 jetzt. Jetzt müssen sie aber halt auch wirklich da Druck über die T-Packs machen. Den Druck aufrechterhalten, Syndicate unter Druck setzen. Okay, Syndicate verliert den Snake-Spieler jetzt noch alleine. Ja, aber auch Carmen Etcher hier, den T-Pack-Spieler. Letzter Spieler jetzt, der wird jetzt hier von drei Leuten unter Angriff genommen. Oh, da ist er raus. Ja. Ja, Reckless. Anschlusspunkt für Carmen Etcher. Das ist hier Inversion der Wespen gerade. Ja, Kampfwespen. Kampfwespen. Das hast du jetzt gesagt. Jo, Carmen Etcher. Ausgleich. 1:1 gegen Frankfurt Syndicate. Die beiden Teams haben in letzter Zeit doch das eine oder andere Mal gegeneinander trainiert. Mhm. Und ja, man kennt so die Macken, ne? Sicher. Aber alle Teams haben hier nicht so wahnsinnig. Also für alle Teams gleich. Gegen Carmen Etcher. Es steht aktuell 1:1. 7 Minuten 45 Restspielzeit. Doppelback Center für Syndicate. Der wunderschöne Splitscreen. Etcher startet von rechts. Ist aus. Erste Spieler bei Etcher verloren. Hat der Kenji gut gesehen. Aber Syndicate verliert zwei Spieler beim Break. Oh, und da geht der Nächste. Ja, da hat er gerade, glaube ich, noch eine Strafe verhindert. Okay, jetzt bei Carmen Etcher, Doppel-Snake 1. Jetzt Snake 1 und Snake 2. Verliert aber auf der T-Back-Seite jetzt eine Maya. Ja, verliehen Snake hier 50 für Carmen Etcher und Snake 1. Plus Backcenter. Das ist so schlau, da jetzt zusammen reinzugehen, ist die Frage. Ja, der Dennis V. macht jetzt das einzig Richtige, macht jetzt auf ins T-Back. Leute übersliden so gnadenlos auf diesen Ball. Ja, aber es ist ja nicht nur nass, ja, sondern die Paint, die auf dem Boden ist. Ich sage dir, das kann man nicht so richtig beschreiben, aber das ist wie so eine Seifenrutsche. Ja, ich sehe es halt nur. Also viele Teams, die das hier falsch einschätzen und eigentlich muss man hier weit... Ja, mir ist heute Morgen auch direkt passiert. Also. Malte Bormann heute Morgen von Syndicate im ersten Punkt direkt beim Indie-Snake-Rutschen über die Outline geslidet. Steffen Laubach macht jetzt auf die Snake-Seite. Ja, ist gerade hier so ein bisschen Dennis festgefahren. NSV noch im T-Back 2. Ja, T-Back 50 hier schon. T-Back 50 schon. Ja. So, und da... Oh, jetzt ist aber hier... Ah, da haben sie einen. Oh, dann Punkt für Carmen Etcher, da kommt das Handtuch. Soll ich dir was sagen? Das ist jetzt natürlich nur meine neutrale eigene Meinung. Fände ich gar nicht so schlecht, wenn Carmen Etcher jetzt das Spiel gewinnt.
Wenn Kamenetja gewinnt, mixen sie auf jeden Fall die Tabelle wieder genau in die andere Richtung. Ja, sie gleichen sie wieder an, dann sind wieder die Creds und Syndicate zumindest aktuell punktgleich, aber dann hätte nach... Doppelback-Sender bei Syndicate. Jo, Spiel läuft. Kamenetja hier weit auf die Winkel gekommen. Wird da ein Spieler... Schießen in beide Corner. Oh, da verlieren sie aber einen Spieler. Syndicate noch komplett? Richtig? Nein? Noch? Syndicate ja, nein. Verliert auch den T-Back-Spieler für den zweiten Spieler. Und den dritten durch One for One. Ja, kriegen sie einen One for One. Ja, dann sieht das vielleicht schon wieder anders aus, was wir gerade gesagt haben. Ja, jetzt wird's eng. Jetzt muss Kamenetja natürlich Gas machen. Sind jetzt noch mit einem Spieler mehr auf dem Feld. 3-2. Trotzdem zieht Syndicate das Feld nach vorne auf. Okay, Kamenetja findet den Snake-Spieler, ist jetzt aber dafür am M. Ja. Und zieht auch auf die T-Packs. Wichtiger Move. Sind jetzt aber auch nur noch zu zweit. Ich weiß nicht, wie weit die Snake davor ist. Ja, aber die Snake-Seite jetzt von Kamenetja leer. Ja, nur noch T-Back 50 und M. Das hat also der Syndicate-Spieler gut noch erkannt. Noch ist es verteidigbar. Ja, der Syndicate-Spieler hat das schon gut erkannt, so, dass er da, dass die ihm gerade nicht so viel können von der Position. Er muss jetzt hier, der Kamenetja-Spieler muss jetzt hier außen rum rappen um das T-Back und eigentlich sogar fast weiter vorgehen, würde ich sagen. Sonst macht er da nicht viel. Ja, weiter vorgehen können sie aber nicht, weil wir haben jetzt quasi beide Tempel auf der Snake-Seite vorgezogen. Das heißt, der eine kann ihn durchlaufen lassen und der zweite hat ihn. Ja, also man muss da jetzt schon aufpassen. So eine Situation ist jetzt mal von der Snake-Cam aus zu sehen, auf der Syndicate-Seite. Und so, und jetzt ist aber das, was definitiv eine Stärke... Oh, und das... Ja, er macht es besser, er geht weiter. Ja, und das Malte sagt den Malte Baumann keiner geht jetzt weiter. An, das sagt ihn keiner an. Und jetzt... Ja, das ja, war's. Genau. Also den ersten im M geht jetzt durch, holt sich den T-Back-Spieler. Klarer Fehler. Jetzt auch, ja. Ja, noch ist er wird drin. Wird gebounced, der T-Back-Spieler wird gebounced. Hat er ihn noch? Naja, den nicht. Aber jetzt ist der Kanadier-Spieler auf jeden Fall in der Zange. Ja gut, jetzt kein Instinkt, ne? Ganz enge Deckung jetzt für ihn. Ah, das und da ist er raus. Ja. Ja, nicht umsetzen das können. Ist das ist das, was Syndicate eigentlich ausmacht, ne? So ein Ding nochmal rumzureißen dann. Bei denen sitzen halt einfach die Standards, so. Da lässt sich keiner irgendwie fischig aus der Deckung schießen, sag ich mal. Wenn die in ihren Bunkern drin sind, dann machen sie nicht den Fehler, in den Bunkern zu sterben. Sobald die Außen, der Attacker und auch der Semi-Attacker einfach extrem gut miteinander reden, die wissen immer Bescheid, was da abgeht. Und jetzt gerade eben hätte... Sind sie gefährlich. Die sind nicht umsonst top of the line in der SPL aktuell. Ziemlich weit oben. Ich weiß nicht, ob ganz oben, aber 2-3 oder vier, so. Top 4 sind auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall Aspiranten für einen Aufstieg in die CPL. Das wollen sie auch. Warum nicht? Noch ein deutsches Team da hoch. Auf geht's. Waren auch schon mal da. Ja, alle Teams noch sauber hier in ihren Deckungen. Ne? Bis jetzt keiner, glaube ich, raus. Jetzt Patrick Wrobel im T-Back 1. Ja. Guckt da, ob er da was machen kann, ob er weiter vor kann. So, da kann ist aber der Snake-Spieler bei Syndicate raus. G1 auf Syndicate-Seite. Da sind jetzt gerade drei Leute, schießen quasi jetzt auf den Patrick Wrobel im T-Back 1. So, Kamenetja jetzt in Snake 1, verliert aber auch einen Spieler. Ja. So, Snake jetzt auch besetzt bei Syndicate. Ja, ist konzentriert, was da jetzt gerade abläuft auf dem Platz. Malte Baumann jetzt in der Snake 1, geht da ein bisschen weiter raus, um sich da einen besseren Schuss auf die T-Pack-Seite zu holen. Und sobald der Malte jetzt vorgeht in die Snake 2, muss hier das T-Pack von Kamenetja 1 aufrufen. Ja, muss. Ja. Und sonst wird das nichts für die Jungs. Aber der Malte macht das ganz gut, der bleibt da hinten sitzen und schießt hier cross von der Snake 1. Jetzt muss halt hier das Sprung über gehen. Die Snake 1 in Snake 2. Ja, das T-Pack geht aber nicht. Ja, da muss die Kommunikation stimmen auf der Seite. Ja, jetzt muss er die 3 drücken und dann los. Eigentlich hat Kamenetja hier genug Kanonen, die hier die Lines von Syndicate aufbrechen können. Ja gut, der Dirk ist jetzt noch im Backcenter und blockiert jetzt quasi das T-Back 1. Man merkt jetzt natürlich so ein bisschen, da hat sich aber der Spieler von Kamenetja hier in dem großen Tempel eingefangen und ist raus. Ah, jetzt für Kamenetja auch die Snake 2. Ja, und da geht der nächste Spieler bei Kamenetja. Okay, damit ist Kamenetja nur noch zu zweit und zwar und mit dem T-Pack-Seite komplett offen. Snake 2 und dem ersten kleinen Maya. Geht jetzt, füllt es aber auf in den Backcenter. Ja. Eigentlich ein ganz guter Move. Ja, hat er gut gemacht. War das einzig sinnvolle aus der Sicht. Stehen aber trotzdem halt einfach eher schlecht jetzt aufgestellt. Verteidigen sich aber hier mit 2 Spielern gegen 4 Syndicate-Spieler doch sehr gut. Ja. Ne, aber sobald jetzt einer aus der Deckung rauskippt, war's das.
Ja, aber Syndicate noch zu viert. Das ist jetzt das typische Syndicate-Spiel. Ja. Mhm. Viele Teams würden jetzt losrennen, um sich irgendeinen zu holen. Aber hier wird gewartet und womöglich weiß Syndicate auch einfach, die haben relativ sicher den Punkt und die haben noch 2 Minuten Restspielzeit. Ja, ich denke mal, sicher ist hier in der Liga kein Punkt mehr. Aber der entscheidende Punkt ist hier, dass einfach die Räume enger gemacht werden, Zeit schinden und dann kommt so ein Taul jetzt zum Beispiel. Ja. So, wer hat das Taul geworfen? Kann man entja, gehe ich davon aus. Ja. Weil ich denke mal die nicht, wollen zurückkommen. Siehst du, und das ist genau das, was wir beide gerade gesagt haben. Syndicate weiß, die machen den Punkt ziemlich sicher, weil sie einfach zweimal mehr auf dem Feld sind, lassen die Zeit jetzt runterspielen. Und ja, und hatten halt auch einfach die besseren Positionen. Meinst du so Brad Hinman-mäßig motivierend anholen, genau. Leute würgen, Arm auf den Rücken drehen, abklopfen. Ja, Arm auf den Rücken drehen ist jetzt vielleicht nicht so von Vorteil, aber... Ja. So, Doppelback-Sender für Frankfurt Syndicate. Kann Kamen Edger die 1 Minute 50 nutzen, um zurückzukommen? Verlieren den ersten die Spieler. Beiden Außenspieler. Aber auch Syndicate verliert den Snake-Spieler. Kamen Edger mit Back-Center. Ja, verliert Snake 1, hier. Snake 1, Snake 2 für Kamen Edger. Ja, verliert hier aber schon einen zweiten Spieler. Snake aber auch Syndicate auch. Verliert einen zweiten Spieler. Aber Snake 2 auch für Syndicate. Ja. Kamenetja verliert den dritten Spieler. Dritten Spieler, ja. Nur noch der Back Center und die Snake 2. Quasi gleiche Situation wie eben schon mal. So, und jetzt behaupte ich mal, lässt Syndicate sich das nicht abnehmen. Die müssen jetzt eigentlich nur noch locker in ihren Deckungen auscrossen, die nochmal runterspielen. Ja, jetzt machen sie aber nicht. Der Pat zieht hier weiter auf aufs T-Pack. Der will den Killer haben. Und da hat er ihn auch rausgeschossen. Ja, direkt mit dem ersten Ball. Das war's. Nur noch Snake 2 wehrt sich gegen. Ja, gegen drei Syndicate-Spieler. Ja. Aber 60 Sekunden, nicht, wo ist. Der Pat 60 nicht, Sekunden wo ist. Werden angezeigt. Der Pat weiß nicht, wo er ist. Dann spielt er aber auch der Ziege Snake kriegt er jetzt Anger. Das ist quasi Ziege, sagt Syndicate sehr gerne. Wir benutzen es auch für den letzten gegnerischen Spieler in einer gewissen Deckung. Oh, da ist er weg. Und das war es dann halt auch. Ja. Syndicate verdient hier 4-2 gewonnen. Ja, ganz aber klare Nummer. Nicht so ein Durchmarsch, wie es jetzt ja, die ersten beiden Punkte waren kritisch und dann hat man das System wieder gesehen, was Syndicate. Eigentlich schon seit Jahren probiert zu verfolgen. Mhm. Kontrolliertes Teamplay, gute Kommunikation, nicht in den Deckungen sterben und durch viel Training kann man sowas auf jeden Fall perfektionieren. Also das war klare Nummer. Viel Training ist definitiv etwas, was bei